Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Wir haben 11 Pfeile. Das ist nicht viel. Besonders nicht, wenn wir den Pfeilhagel machen. Ich hoffe, dass wir die da drinnen töten können. Wenn ich das hier erstmal abhacken kann und dann zurückrenne. Also hier in dieser Tempelruine. Da scheint ein Nekromant zu sein. Ich hätte mich buffen sollen, ne? Und er hat 1, 2, 3, 4, 5... zu viele. Frage. Noch mehr Wahnsinnige, die glauben, sich mir in den Weg stellen zu können. Oh, der klingt wahnsinnig. Gut. Noch kämpft ihr dagegen an. Aber schon bald werdet auch ihr die Ränge meiner Gefolgschaft bekleiden. Langt tüchtig zu, meine Lieblinge. Beseitigt diesen lebenden Abschaum. Okay, was mir zuerst auffällt und gar nicht gefällt, ist, dass der Nekro, dass die Fernkämpfer haben. Ich glaube, ich gehe hier mal an die Seite und hoffe, dass die alle hier durchkommen. Komm mal hier rüber. Oder besser gesagt, geh mal dahin. Ich glaube, du stellst dich folgen. Direkt daneben. Amazone vor hinter mir bleiben. Ihr kriegt alle raus, dass ihr nicht angreifen dürft. Das bin ich. Der Nase nach. Auch dahin. Das war eine ganz gute Idee. Was mir weniger fällt, ist, dass die gerade außen rumrennen, ne? Okay. Na klar. Und das scheinen die Fernkämpfer zu sein. Ich mach das schon. So, du darfst direkt mal eine Hau-Weg-Attacke machen. Da hinten kommt ein Skelett. Sanya. Ja, das wird nicht lange halten. Das steht schon mal fest. Alaoyama Albrasora. So, Moment. Ihr könnt da weiter rumhauen. Ja. Du schnappst dir bitte von dem Skelett was. Wenn es denn was hinterlässt. Es hinterlässt nichts. Schade, es war doch ein Fernkämpfer. Dann renn wieder zurück. Nichts hinterlassen. Hey, ja. Ne, hinterlassen alle nichts. Okay. Hier entlang. Da müssen wir jetzt mal überlegen. Also. Gehen näher ran. Ich glaube, die beiden Fernkämpfer kümmern sich direkt um den Anführer, damit er nicht noch mehr macht. Wir haben 2 Skelette und ich glaube 3 Untote da hinten. Ich sehe jetzt nicht, dass die Fernkampfwaffen haben. Das heißt, die Bogenschützen haben direkt uns angegriffen. Machen wir hier mal einen Quicksave. Wir buffen uns. Das ist eigentlich recht weit oben. Candidus. Candidus. Okay, alle zusammen dahin. Und los geht's. Alle zusammen auf den Nekromanten. Der 120 hat, was recht viel ist. Vielleicht sollten wir doch erst alle Untoten töten. Oder ich kann die einzeln wegpullen. Ich glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube, die kommen alle angerannt. Okay. Amazone voraus. Meine Rache. Das bin ich. Plötzlich springt auf ihn. Ja, Astus. Und los geht's. Wo rennt ihr lang? Nein. Schiefgegangen. Schiefgegangen, die ganze Prozedur. Okay, vielleicht kannst du das rauslocken. Das heißt, ihr zwei rennt hier hin. Weil er im Weg steht, rennt die KI um alle herum. Ich mach das schon. Das war natürlich ziemlich doof. Auf geht's.
Okay. Du triffst ihn hoffentlich. Schauen, was passiert. Ist ausgewichen. Ja, herrlich. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Er kommt alleine. Das war ein Fehler, Kerl. Das hättest du nicht machen dürfen. Na klar. Seine Untoten haben keine Lust mehr zu kommen. Soll uns recht sein. Dem Wind folgen. So, wo ist er? Da ist er. Da ist er, ich sehe ihn. Alle zusammen. Sehen sie nicht? Auf ihn drauf. Und zwar. Du hast nichts mehr in der Art. Das bin ich. Du greifst volle Möhre an. Ich nehme die Sache in die Hand. Volle Möhre an. Los geht's. Achtung, er zaubert! Lass die nicht zaubern! Verwundet ihn! Was hat er gemacht? Ein Plumbumbarum. Schwerer Arm, okay. Ja, geht hoffentlich schnell weg. 17 Sekunden. Yeah! Und die anderen sterben sowieso. Super. Wieso liegt er da? Okay. Der Nekromant. Da hätte gar nichts mehr sein dürfen. Den haben wir schon kaputt gemacht. Alle mal hergehört. Okay. Was liegt hier? Alles klar. Da liegt ein Stab, aber nicht mehr er. Okay, folgt mir mal. Okay, jetzt liegt da die Leiche. Schaut, da in der Spalte habe ich gerade was gesehen. Eine Falle entdeckt. Ach, in der Truhe. In der Spalte hast du was gesehen. Okay, jetzt weiß ich auch, wo die außen rumgerannt sind, weil hier ein Riss ist. Verstehe. Was hast du denn in der Spalte entdeckt? Ich sehe hier gar nichts. Erinnert ihr euch an dieses seltsame Licht? Hier ist es wieder. Dann hat er bestimmt auch den Schlüssel, den wir brauchen. Fussel. Magerstab, Vulkanglas, Dolch. Dolch ist was für dich. Magerstab, weiß ich noch nicht, wem wir den geben. Schwefelquelle. Fussel. Bolzen. Okay, du musst Falle entschärfen. Das heißt, deine Fingerfertigkeit wird erhöht. Und was du nicht Fallen entschärfen? Kann das sein, dass Vorgrim alles unser Fallenentschärfer war? Amazone voraus. Sprich, Freund. Ich nehme die Sache in das die Hand. Das ist schlecht. Fallen stellen konntest du, aber nicht Fallen entschärfen. Okay, dann geben wir mal jemanden, der was stärker ist, der soll mal die Truhe anpacken. Silberne Tafel. Smaragdspinnengift. Wir nehmen Schaden. Ja. Einmal heilen, bitte. Yandra Aikara. Solange du es überlebst, ist mir das eigentlich die Jacke wie Hose. Sehr schön. Folgt mir. Und du darfst einmal Fingerfertigkeit erhöhen. Alles klar. Du musst dir die anderen Handschuhe anziehen. Ups. Sternhandschuhe bitte drauf. Damit sind wir auf 17. Ja, das war nicht viel. Das hätte auch 19 sein können. Und du darfst einmal diese Truhe öffnen. Geöffnet. Ja. Spitzhut, also Sachen für Magier. Raulederstiefel. Was Besonderes. Eigentlich beides nichts Besonderes. Schade. Kein Schlüssel.
Sehr schade. Was hast denn du hier in der Spalte entdeckt? Ich kapiere das immer noch nicht. Du hast etwas in der Spalte entdeckt? Hallo? Wieso hat der keinen Schlüssel für die Gruft? Das gefällt mir gar nicht. Ja, mit Rakorium reden ist klar. Befreie Molinde geht nicht, weil wir keinen Schlüssel haben. Aber hier ist dasselbe Licht wie bei der Ruine. Vielleicht haben wir mit seinem Tod... Herr Prarius, dein Mittag und Süden und Sommer, zeige mir deinen Weg, oh Herr. Da ist mein Text. Würselkraut. Also wir gehen jetzt zurück zum Rakorium und von da aus dann nochmal zur Gruft und hoffen, dass die Gruft jetzt auf ist. Dass durch seinen Tod des Nekromanten sich dieser Zauber gelöst hat. Könnte das sein? Maybe, ne? Gruft. Es ist grün. Drin. Ja, machen wir so. Erstmal zu den Blitzen wieder. Vielleicht steigt dann noch Tarnes auf. Aber ganz schöne Munitionsknappheit hier. Also er kann ja noch was ballern. So, also wenn jetzt zu viele Kämpfe kommen, dann müssen wir direkt dahin. Nicht, dass jetzt hier wieder ein krasser Kampf kommt. Wie viel hast du denn? Mein Atem geht ruhig. 5 Pfeile und wir können noch auf Fernkampfwaffen wechseln. Hallo, hallo? Oh, aha, und? Seid ihr erfolgreich gewesen? Ich habe in einer benachbarten Ruine einen Schwarzmagier in Kampf geschlagen. Er war es, der all diese Untoten aus den Gruften und Gräbern heraufbeschworen hat. Untote aus Gruften und Gräbern? Das ist ja schrecklich. Ich forsche hier gerade. Der wäre so eine Störung in der Tat unwillkommen. Wunderbar, wunderbar. Habt vielen Dank, auch in meinem Namen. Jetzt bleiben in Zukunft wenigstens andere vor dem Schicksal verschont, welches den armen Rufus ereilte. Ich wünschte, ich wäre selbst zu einer solchen Heldentat imstande gewesen. Ach ja. Ja, ein wahres Wort, Nockel. Jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb wir unter diesem flackernden Blitz und den Schutzzauber arbeiten mussten. Endlich kann ich hinfortzaubern. Durchgeknallter Irrer. Gut. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was wollte ich doch gerade? Ah ja, das nächste Problem muss gelöst werden. Mhm. Kann ich zuvor noch einige Fragen stellen? Erzählst mir jetzt was über die Ruine. Nee, will er immer noch nicht. Noch eine Störung, die es zu beseitigen gilt. Die Statue hier auf dem Plateau. Altes Echsenwesen. Habt ihr den Stab gesehen? Nein. Mit dem seltsamen Kristall? Das ist nicht nur bloßes Schmuckwerk, sondern ein magisches Relikt aus uralter Zeit. Ich muss den Kristall aus dem Stab... Ja, ja. Aber ohne ihn dabei zu beschädigen. Wie das geht? Felsenvitriol. Aber Nottel und ich? Es ist noch nicht ganz gelungen. Mir fehlen Zutaten. Wo habe ich nur meinen Kopf? Ach genau. Wir haben sie vergessen, der Nottel und ich. Ihr ahnt sicher, was ihr... Also, helft ihr mir? Haltet eure Gedanken zusammen, Meister Rakorion, und sagt mir, was genau ich tun müsste. Zunächst, als ihr Rufus bezwungen hattet, habt ihr da ein Buch bei ihm gefunden? Er war... Ich habe für mich unentbehrliche Aufzeichnungen im Wirtshaus von Moorbrück vergessen. Ein Buch. Es enthält wichtige Zaubernotizen und Rezepte. Vor allem für das Felsenvitriol, das noch nicht so recht klingt. Es soll den Kristall ja herauslösen.
Ja, die Aufzeichnung habe ich bei ihm gefunden. Bitte nehmt sie. Feurio, hab Dank. Ich bin untröstlich über Rufus' Schicksal. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Schon um seines Opfer willen dürfen wir jetzt nicht scheitern. Level up. Was ist denn das für ein Gekritzel? Aha, natürlich. Dreierlei fehlt uns noch, um, ja, damit wir das Felsenvitriol von höchster Potentia werden. Eine Alraune, den haben wir schon. Ein frisches Dotter eines Harpieneies. Okay, Harpien haben wir gesehen, irgendwo im Südwesten müssen die sein. Und 10 eines Wühlschrates. So, so. Okay, die haben wir nicht entdeckt. Benötigt ihr noch Rat, bevor ich euch auf den Weg mache? Ihr euch auf den Weg macht? Ich habe einen Schlüssel bekommen beim Untoten Beschwörer, habe ich nicht mitbekommen. Da sollten wir gleich mal, dann ist es auf jeden Fall die Gruft. Das wird dann sehr wahrscheinlich bei den Questgegenständen sein. Wisst ihr, was damit auf sich haben könnte? Dieser gehört vermutlich zu einer Tür. Ja, einer Tür, die zu Dingen führt. Oh, hilfreich, danke. Die einem Beschwörer von Untoten gefällig sind. Da böte sich beispielsweise die Tür zu einer Gruft an. Ja, genau. Was wollt ihr noch wissen? Ich habe eine Arone nicht weit von hier gefunden. Hier, bitte. Hervorragend. Sie genügt. Vollkommen meinen Ansprüchen. Dieser Kristall. Darf man fragen, wozu ihr ihn benötigt, Meister Rakorium? Im Moment nicht, nein. Meine Forschungen stehen erst ganz am Anfang. Die Fachwelt wird staunen, aber noch sind nicht alle Rätsel gelöst. Versteht ihr? Und so wichtig er für die Wissenschaft sein wird, ich vermute, ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ja, ja. Dieses Eidotter, wo würden Harpien im Moor denn am ehesten nisten? Ja, ja, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung von diesen Dingern. Üblicherweise, aber heute? Heute ist alles ein bisschen Harpien. Ich habe hier noch gar keine gesehen. Aber ich habe in südlicher, nein, nein, mehr in südwestlicher Richtung einige Harpien erspähen können, Meister. Vielleicht gibt es dort auch ein Nest. Ja, habe ich auch gesehen. Ausgezeichnete Beobachtungsgabe, Nottel. Dann sollte die Suche im Südwesten vonstatten gehen, würde ich sagen. Wo könnte sich denn hier im Sumpf Wühlschrater aufhalten? Diese Gegend. Eigentlich dürfte es hier gar keine geben. Sie wurden in alter Zeit hier eingeschleppt. Sollte ich mich nicht gänzlich irren. Vielleicht in einer größeren Gruft, Ruine oder einem anderen Bauwerk aus Fels? Ja, ja, das wäre klug, an einem solchen Ort nachzusehen. Seid aber auf der Hut bei Einzelgängern. Besonders die kleineren Exemplare sind meist sehr feige und fliehen augenblicklich. Dann heißt es, flink mit Zauber oder Bogen den Wühlschrat aus der Ferne zu erwischen. Sonst kriecht er in enge Spalten, wo ihn dann keiner mehr erreichen kann. Das ist ein guter Hinweis, danke. Gut, dass wir Fernkämpfer haben. Guter Einwurf, Nottel. Mit diesen Fülle an Wissen sollte die Wühlschratjagd ein Kinderspiel sein. das hatten wir schon. Ich mache mich auf die Suche nach den Zutaten. Auf bald. Alraune haben wir abgegeben. Schauen uns mal hier diese genauer an. Okay. Der hat aber einen mächtigen Paralyl abgekriegt hier, ne? Auf ewig versteinert seit dem Magierkriegen vor 500 Jahren oder wann das war. Und ich glaube, wir rauben den mal hier aus. Ja, neue Quests, ich weiß, jede Menge neue Quests, jede Menge Level Up. Sehr schön. Wir machen als erstes, damit wir auch treffen, Bogenhöhe. Fernkampf 21, muss der wirklich höher, das ist echt seltsam. Ich weiß gar nicht, ob wir das so hoch machen müssen. Aber es ist ja wichtig, dass er trifft. Komm, mach es hoch. Mach es so hoch es geht. Bogen auf 14. Und ja, jetzt ist die Überlegung, ne? Selbstbeherrschung höher machen. Aber eigentlich sollst du ja gar nicht getroffen werden. Ich glaube, wir bewahren die Punkte lieber einmal auf. Ja, wir bewahren die Punkte mal auf für irgendwelche defensiven Sachen wie Ausweichen höher machen, Rüstungsgewöhnung und dergleichen. Ausdauer. Sowas ist da dann eher wichtig. Das 179 Punkte.
wir können den Bogen erhöhen, was wir auch tun sollten. Gute Entscheidung. Du kannst nichts weiter hoch machen. Das bin ich. Und du könntest Taschendiebstahl haben wir schon. Auf 10 plus 2, weil wir den Ring anhaben. Ach, und ich habe auch vergessen, die Sternhände auszuziehen. Macht nichts. Dann stellen wir uns nochmal dahinter. Schleichen? Ja, schleich mal. Schleich dich. Alles klar. Moment mal, was ist Taschendiebstahl? Mut, Intuition. Und du hattest die Möglichkeit, Mut hochzumachen. Feya Tara Gra. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gut gebufft und sollten ihn mal ausrauben. Was hast du denn Schönes bei dir? Ein Taschentuch. Dankeschön. Und du auch nochmal. Rakorium im Gespräch. Was ist das denn hier? Diesmal. Erz Markus Rakorium Muntagonus im Gespräch mit einem Schreiber des Salamanders Zar, dem 1320 nach Bosporans Fall. Das adamantene Herz. Pah! Nichts weiter als ein Mythos. Dem Kindsköpfe hinterherjagen. Ja. Bereits Melinar hat bewiesen, dass Solstein nicht existieren kann und Prahe bestätigt ihn. Aha, liest man denn heutzutage keine Schriften der Meister mehr? Der werde ich ja alt und dumm hier, wenn ich mir das anhören muss. Sollte euch nicht viel mehr bekümmern, um was in den Echsensümpfen brodelt und wie die Geschuppten im Menschenmaske spähen und sich lavieren. Die saurische Kabale ist näher als ihr denkt. Und ihr sprecht vom erdachten Tand. Uiuiui. Das adamantene Herz war doch nur ein Gleichnis Drodons. Und wer hat es ihm eingegeben? Aha, ein Drache. Zitzitze. Bekäme ich nur jedes Mal ein Deut, wenn wieder die Gens Reptilia hinter einer Idee, einer scheinbaren Gewissheit, einen perfiden Plan steht. Reich wäre ich. Reich wie Storbrand. Aha. Ja, würde ich sagen, ist das eine gute Stelle für einen Break. Also, hier sind Harpien, sollen wir hin. Wir sollen in Grüften. Das scheint alles hier Grüfte zu sein. In diesem reingekommen. Aber in die noch nicht. Und in dieser Gruft. Da haben wir dann wohl jetzt einen Schlüssel. Da sollten wir direkt mal schauen. Ah, Gruftschlüssel. Noch ein Gruftschlüssel. Wir haben zwei Gruftschlüssel. Okay, bis demnächst. Euer Chojin.